und in Farbe. Dann werde ich jetzt gleich mal checken, wie die Soundqualität ist, damit es auch alles gut klingt. Und dann kann es sofort losgehen mit Zeichnen. Ich habe das Bild ja schon reingeladen. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, nochmal neu zu starten, weil das Gelaber da am Anfang oder die kleinen Technikprobleme braucht ihr euch echt nicht geben. Ich hoffe nur, jetzt passt das. Warum? Jetzt wird es mir angezeigt als live. Und ich hoffe, er hat es auch geändert. So, ich gehe jetzt mal hier hin. Kunst. Okay, Kunst ist geändert. Freihand zeichnen, üben. Diesmal Jack Nicholson. Perfekt. Das passt doch alles super. So, jetzt muss ich nur noch mal hören. Okay. So. Das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Bisschen leise, ne? Ich weiß nicht, ob ich das noch lauter machen kann. Aber jetzt ist dieser komische Puschel hier schon wieder abgefallen. Ich krieg die Krise. Das ist halt hier so ein komischer Puschel, den habe ich hier dran gemacht ans Mikrofon, damit es das Rauschen noch etwas unterdrücken soll. Oder den, wenn man da so reinatmet. Aber keine Ahnung, den finde ich jetzt nicht. Egal, den lassen wir jetzt weg. Ich habe jetzt keine Lust, den zu suchen. Und den, weil wenn ich den jetzt wieder dran mache, dann wird das einfach unerträglich beim Mikrofon. Wir gehen jetzt hier auf jeden Fall in die Zeichnung rein und fangen dann gleich mal an. Den guten Herrn, das habe ich ja schon einige Zeit noch offen. Hatte ich ja schon lange versprochen, dass ich den mal noch zeichne. Aber ich habe es nicht gemacht. Bisher zumindest noch nicht. Deshalb will ich das jetzt nachholen. Und jo, wir legen jetzt auch einfach los. Dazu halt gehen wir mal auf eine neue Ebene. So. Ach halt. So, diese nehmen wir uns jetzt. Und dann eigentlich wieder das übliche Prozedere. Ich wähle mir jetzt hier mal eine rote Farbe aus. Und dann können wir auch schon loslegen, erstmal das Gerüst drauf zu zeichnen. Ich gucke nochmal, ob ich die richtige Ebene ausgewählt habe. Ja, die richtige Ebene ist da. So, und dann schauen wir uns wieder an, also so wie ich das halt immer mache, wenn ich jetzt halt so ein Gesicht zeichne, dass ich mir hier erstmal festlege, dass wir sagen, hier oben ist so der. Was ist das denn? Da sieht man ja fast gar nichts von dem Stift. Das ist aber nicht gut. Wo war jetzt hier die Spitze? Hier, achso, da ist auch so eine Mini-Spitze eingestellt. Darum geht's nicht. So, dann zeichnen wir jetzt erstmal hier oben. Ach Mist, komm her. Nee, irgendwie gefällt mir die Spitze überhaupt nicht. Was ist denn da eingestellt? Wir nehmen mal das hier. Mal sehen, wie sieht das aus? Sieht ja auch so blöd aus. Okay, dann nehmen wir vielleicht das hier. Okay. Das ist besser. Das ist zwar nachher beim Zeichnen ein bisschen blöd, aber jetzt für das Grundgerüst, ich denke mal, ist es eigentlich ganz sinnvoll. Also wir beschränken das mal oben und wir beschränken es unten und dann hier so an der Seite. Ach Mist. Ist halt nicht so easy. Hä? Warum ist jetzt meine andere Linie weg? Spinnst du? Egal, dann zeichnen wir sie halt wieder ein. So, hier wieder das zweite. Und dann hier unten. Also ich zeichne halt jetzt wieder mit Rechtecken, weil mir das einfach lieber ist, als wenn ich jetzt hier Kreise benutze. Kreise habe ich irgendwie immer nicht so das Gefühl dafür. So, dann schränken wir hier mal das Gesichtsfeld ein. Also hier sind dann. Hier ist ein Auge. Hier ist ein Auge. Und an der Stelle ist dann halt noch die Trennung zwischen Auge und Augenbraue, damit man dann halt hier noch so eine klarere Unterscheidung hat. Und hier könnte man das eigentlich auch noch so verlängern. Über links hinaus. So, also die Nasenflügel würde ich jetzt einfach so lassen, weil da kann man sich dann an den Rändern hier orientieren, dass man die dann findet. Und hier ziehe ich dann den Kasten lang, damit wir halt hier den Raum haben für
also wo der Mund sich halt befindet. Jetzt haben wir natürlich wieder ein lächelndes Gesicht. Dadurch wird es wieder ein bisschen anspruchsvoller, aber egal. So, jetzt können wir hier oben noch die Stirn so ein bisschen beschränken. Und dann vielleicht hier einfach noch so, wo sich der übrige Teil des Körpers befindet. Machen wir hier unten mal noch so ein Dreieck dran. Ich denke mal, das passt. Das sollte reichen als Vorzeichnung. Und das würde ich mir jetzt versuchen, so akkurat wie möglich abzuzeichnen. Auf eine neue Ebene aber, damit wir das später abgleichen können. Also, neue Ebene. Und hier wähle ich mir jetzt mal eine andere Farbe aus. Was nehmen wir denn? Wir nehmen mal so ein schönes Blau hier. Bisschen heller. Okay. Und jetzt würde ich nochmal den Bleistift versuchen. Ich hoffe, der hat jetzt. Tja, gefällt mir das jetzt oder gefällt mir das nicht? Ich weiß es nicht so richtig. Ich glaube, für die Vorzeichnung können wir vielleicht sogar noch eine dickere Spitze nehmen. So hier. Ich denke mal, so ist ganz gut. Okay, dann versuchen wir mal unser Glück und versuchen jetzt mal das zu übertragen. Ich nehme mal jetzt hier noch die Tastatur weg. Die ist mir hier so ein bisschen im Weg. Nicht, dass ich da noch auf so eine Taste drauf komme und dann irgendwas verstelle. Also, fangen wir erstmal hier oben an, dass wir uns die Linie abzeichnen. Von hier und dann noch die Linie hier. So, da haben wir das schon mal eingeschränkt. Und dann ziehen wir jetzt hier einfach noch eine Linie nach unten. So, das war jetzt das Einfachste. Jetzt müssen wir halt rausfinden, wie weit ist diese Linie hier. Also man könnte es jetzt natürlich auch ganz auf easy machen, indem man sich einfach hier das nimmt. Ja, hat das natürlich nicht gemacht. Also hier das hier auswählt und dann sich das hier so rüberschiebt. Und dann könnte ich mir das halt hier einfach markieren. Aber wir wollen es ja natürlich mit Auge machen. Von daher machen wir das nicht, sondern versuchen das so abzuschätzen, dass es dann ungefähr passt. Tja, können wir uns hier irgendeinen Anhaltspunkt suchen? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier auf der Höhe ist dann die Linie, wo sich hier die Augen befinden. So, dann müssen wir halt gucken, dass wir diesen Abstand hier bekommen. Also das könnte vielleicht so hier sein. So. Und jetzt ist halt die Frage, wie lang ist das hier? Ich könnte es jetzt einfach so mit dem Stift abmessen. Da wäre es dann hier an der Stelle. Die Frage ist halt, findet man diese Länge hier auch nochmal an einer anderen Stelle im Bild? Wenn ich jetzt hier mal schaue. Na egal, ich lasse es jetzt so. Und wir ziehen jetzt hier unseren Strich nach unten. Ich bin halt gespannt, ob das passt vom Abstand her. Wir können noch das hier wegmachen, weil das ist ja da nicht. So, wir gleichen mal ab. Mal sehen, ob es ungefähr hinkommt. Passt gut. Passt auf jeden Fall sehr gut. Okay. Da lassen wir das so. Dann zeichnen wir mal hier das hier ein, um die Stirn abzutrennen. Die Stirn abzutrennen, ey, das klingt, als ob wir den hier irgendwie verhacken. Als nächstes das hier. Die unteren Augen zu begrenzen. So, hier auf der Höhe ist dann der Mund. Also erstmal so diese Fläche einzeichnen und dann halt hier den unteren Teil können wir eigentlich auch gleich noch machen. So, hier an der Stelle ungefähr. Na, nee, das passt nicht. Also wieder rückgängig. Noch ein Stück höher, glaube ich. So hier. Weil vom Kinn her muss dann noch ein bisschen mehr Platz bleiben. Und ich zeichne mal die Seite hier. Ist dann die Linie. Und hier drüben ist halt ein bisschen mehr Platz zum Rand. So wäre das vielleicht hier an der Stelle. Na, wobei, vielleicht noch ein Stück. Ja, die Frage ist halt auch immer, wie akkurat ist die Linie gezogen, ne? Ah, ich fürchte, wenn ich das jetzt so abgleiche, es passt noch nicht so wirklich. Nee, nee, es passt nicht. Die untere Linie muss noch ein Stück nach unten gesetzt werden. Was hat er jetzt gemacht? Ach so, ich war noch auf Radiergummi. Voll auf Radiergummi hängen geblieben.
Wer kennt's nicht? So, und dann ist hier die Linie, auf der sich dann die Zahnreihe später befindet. So, ich denke mal, das sieht ganz gut aus. Jetzt ist halt die Frage, das Auge. Ich mal gucken, ob ich das abschätze. Also ungefähr hier an der Stelle vielleicht. Hier könnte die Linie sein, die bis nach unten geht. Deshalb habe ich halt auch diese eine durchgehende Linie, damit ich halt das so einfach wie möglich einzeichnen kann. Und jetzt hier drüben, so etwa die Breite für die Nase. So, jetzt haben wir eigentlich unser Gerüst schon fast fertig. Wenn ich jetzt hier gucke, ist halt die Augenlinie an der Stelle hier und da ist er halt ein ganz klein bisschen drunter. So auf der Höhe. Und ja, dann schauen wir uns mal noch an. Die Schulter ist ungefähr auf der Höhe vom Mund, also hier. Und hier auf der Seite ist so ein Stück darunter. Hier. Und dann halt hier unten noch das Hemd. So hier. Einfach das Dreieck abzeichnen. Und das ist dann so auf der Höhe. Okay. Damit haben wir doch eigentlich unsere Vorzeichnung. Doch ganz gut aus, wenn ich jetzt halt hier noch gucke, dass wir vielleicht noch das schon so ein bisschen andeuten können, was hier an der Frisur noch absteht an der Seite. Das ist dann so ungefähr bis hier. Erstmal nur so andeuten. Das wird ja hier erstmal nur die Vorzeichnung. Kann man später immer noch ändern. So, das geht dann hier hoch. Gucken. Richtige Höhe ungefähr. Und das geht dann bis hierhin, also ungefähr hier. Dass man hier das nach unten zieht. Das ist auf der Höhe. So zeichnen wir den hier mal ein. Und hier drüben, der andere Teil des Kopfes, kommt dann hier raus. Die Breite ist vielleicht so bis hierhin. Geht dann hier bis zu dem Auge. So, es passt wahrscheinlich noch nicht ganz, aber dafür ist es ja auch erstmal nur eine Skizze. So, hier ist noch das Ohr. Das reicht bis zu der Linie hier ungefähr. So, dann können wir eigentlich auch noch anfangen, das Gesicht ein bisschen zu beschränken. Erstmal hier den Hals. Also das ist jetzt halt die Linie hier. Und jetzt mal hier noch den Kopf noch ein bisschen näher bestimmen. Bis hierhin. Hier ist dann halt noch so eine kleine Ecke vom Kinn, die sie hier so reinreicht. Also hier vom Kiefer, nicht vom Kinn. Und hier unten ragt das ja so ein bisschen drüber. So, hier geht es dann hoch. Und so. An der Stelle steht es dann noch ein bisschen drüber. Dann können wir hier noch die Haare noch etwas näher bestimmen. So, da geht es dann so hier. Das geht bis zur Schläfe. Das ist dann ja, so bis hier vielleicht. Das ist halt das Schöne, wenn man es so direkt nebeneinander hat, kann man immer sehr schön so switchen mit den Augen. Hat nicht so einen langen Blickweg. So, und hier sind dann so die Koteletten. Hier ist dann der Scheitel. Noch ein bisschen Stirn. Ich glaube halt hier, ne, wobei es könnte vielleicht schon passen. So. Okay. Ich würde jetzt eine neue Ebene aufmachen und dann halt auf dieses hier drauf zeichnen. Weil das brauchen wir ja jetzt an sich nicht mehr so wirklich. Dazu gehe ich aber erst nochmal auf die Ebene hier, also auf diese rote, und mache da mal so die Deckkraft ein bisschen weg. Weil wir wollen ja ein paar mehr Details vom Gesicht sehen, aber noch ungefähr die Linien, damit die halt so, und hier machen wir mal, na, vielleicht noch ein bisschen. So hier, das ist doch gut. Und dann eine neue Ebene.
So, und dazu nehme ich dann mal noch ein etwas dunkleres Blau. So, dann arbeiten wir ihn mal aus, den guten Herrn. Fangen wir mal hier oben an beim Haar, bei den Haaren. Also hier geht es so ein bisschen steiler nach oben. Kommt hier der Bogen. Und ja, können wir hier die. Wieso sieht denn mein Stift schon wieder so. Ach so, weil ich. Ah, okay, weil ich hier eher seitlich gezeichnet habe, macht er hier eher breitere Striche. Okay. Und wenn ich eher so von vorne zeichne, mit der Spitze, da macht er dann klarere Linien. Ah, ich verstehe. Scheinbar so die Einstellung hier von dem Tool. Ist halt für mich manchmal noch ein bisschen umständlich. So, dann ziehen wir mal hier die Stirn. Und wenn ich hier so gucke, verläuft die dann so ein kleines Stück auf der Linie. Geht dann hier, wenn wir auf die Höhe des Auges kommen, aber etwas nach außen. Ganz leicht nur. So. Ein bisschen umsetzen. Was mir noch nicht gefällt, ist hier oben das. Das machen wir mal wieder weg. Und dann versuche ich hier mal ein paar klarere Striche hinzubekommen. Das ist halt hier gerade da, wo die Haare halt am Rand zu sehen sind, immer wichtig. Da das halt die Frisur immer ein bisschen näher bestimmt. Und hier versuche ich halt zu gucken, dass ich ungefähr hier wieder den gleichen Abstand hinkriege. Also hier dieser Abstand genauso ist wie hier. Ich meine, gut, bei der Frisur macht das jetzt erstmal noch nicht so viel. Wichtiger ist halt später dann unten bei den Gesichtsmerkmalen. Die sind halt dann noch wichtiger. So, aber so haben wir erstmal den Rahmen, dass das Gesicht halt fasst. So, hier ist dann. Naja, was ist das? Sind das hier schon die Koteletten, so die so nach vorne ragen? Das ist ja hier so ein. Ja, okay. Passt schon. Dann zeichnen wir mal noch hier drüben das fertig. Damit wir zumindest die Frisur schon haben, würde ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Bleistift zeichne auf Papier, würde ich das zum Beispiel so nie machen. Da würde ich erstmal mit dem Gesicht anfangen und mich dann später um die Haare kümmern. Aber irgendwie, weiß ich nicht, hier muss ich mir ja keine Gedanken machen, dass ich irgendwas verwischen könnte. So. Ich glaube, wir könnten hier das noch ein Stück weiter reinmachen, die Linie. So, hier geht es dann zum Hals. So hier. Dann ist hier das Ohr. Man erkennt es halt nicht so gut in der Vorlage, weil es halt so hell ist da drüben. Deshalb deute ich das erstmal nur so an. Eventuell müssten wir dann vielleicht, wobei es müsste eigentlich auch gehen. Ich habe kurz überlegt, ob ich das Raster komplett wegmache. Aber ich lasse es jetzt erstmal noch. Wobei, was wir mal machen könnten. Ach so, ich weiß nicht, ob das großen Sinn hat. Da ich ja nur die eine Ebene habe. Aber ich mache es mal. Ich guck mal. Passt das ungefähr? Naja, hier ist es zum Beispiel ein bisschen drüber. Aber das stört jetzt nicht. Hier ist es auch ein bisschen drüber. Also einige Fehler sind schon da. Aber ach, egal. Dafür ist es ja eine Skizze, ne? Da muss es ja auch nicht alles perfekt sein. Aber so kann man auch immer zwischendrin immer sehr schön abgleichen, ob alles passt, welche Fehler man schon gemacht hat und wo man eventuell noch dran feilen kann. Jetzt bin ich wieder auf diesen Knopf gekommen, auf dem Stift. Wunderbar, dass es den auch noch gibt. So, also mal gucken. Ach, das ist mir jetzt zu unsauber. Aber das ist halt, weil ich das Tablet gerade aufrecht vor mir habe. Vielleicht muss ich es mal hinlegen. Könnte sein, dass es dann besser geht. So, vielleicht kriege ich es dann jetzt eher gebacken. Und stelle ich es dann wieder aufrecht. Also ich muss auf jeden Fall mir noch eine andere Stifteinstellung wählen beim nächsten Mal. Das gefällt mir hier noch nicht. Das ist mir irgendwie zu körnig. So, dann geht das hier hoch. Dann hier durch das Lachen wirbt sich das so. Na, das ist echt. Mein Gott, das sieht ja furchtbar aus. Wenn du hier wirklich nicht direkt mit der
Spitze zeichnest, dann wird das wirklich so verschwommen. Definitiv beim nächsten Mal eine andere Einstellung für die Spitze. So, dann gucken wir mal, dass wir das Hemd einigermaßen andeuten. So hier, und das geht dann hier noch so ein Stück nach unten, also wirklich nur erstmal ganz schnell. Das folgt dem Verlauf. So, hier ist noch dieser Hemdkragen. Und das geht ja hier fast senkrecht nach unten. Bis ungefähr auf diese Höhe hier. Geht dann so und so. Und hier drüben halt auch. Oh Mann, dieser Knopf. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn seit dem ersten Tag, seitdem ich zum ersten Mal mit diesem Stift hier gezeichnet habe. Hier haben wir noch so ein bisschen Frisur vergessen. So, dann ist hier die Schulter und hier drüben die andere Schulter. So, jetzt haben wir zumindest den Rahmen. Jetzt wird es kompliziert, weil jetzt kommt das Gesicht. Ich könnte es vielleicht noch ein Stück, ach Mist, einfach nur ein Stück größer machen. So. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir hier uns erstmal an der Augenbraue orientieren. Also die geht ja hier ein bisschen über diesen Rand drüber und dann so recht steil nach unten. Hier ist ein bisschen dicker. Und hier drüben genauso. Hier etwas dicker. Und dann hier, warte mal, könnte sein, dass ich schon zu weit gegangen bin. Du bist zu weit gegangen. Diesmal bist du zu weit gegangen. So, und dann wölbt die sich halt hier so raus, aber ich muss halt aufpassen, dass es nicht zu breit wird. Erstmal so lassen. So, er hat auf jeden Fall auch wieder, muss ich halt gucken wegen den Falten, ne? Dass wir die noch hinkriegen. So, erstmal hier die Nase. Geht ja hier an der Stelle ein bisschen über den Kasten hinaus. Auch hier unten drunter. Ah, nee. Ist halt dann auch wieder, wenn die Linienstärke nicht so stimmt. Okay, der Nasenflügel. Der ist dann doch mehr rund. So, nochmal ein Stück weg. Ein bisschen kleiner machen. Mal sehen. Also ich glaube auf jeden Fall, mein Kopf ist etwas zu breit hier drüben auf der Seite. Okay. Machen jetzt auf jeden Fall erstmal hier die Nasenspitze und dann ist ja hier so der Nasenflügel. Dann geht das hier so hier hin. Und so hier. Drunter ist noch der. Das hat erstmal nur so angedeutet. Dann können wir hier noch diese Falte einzeichnen. Als Lachen. So. Und hier drüben wölbt die sich so über die Nase und kommt dann hier so ein Stück. Und geht dann, also wird dann halt unterbrochen und geht dann hier weiter. So, dann haben wir den Mund. Ist halt die Frage, ob ich jetzt vielleicht sogar hier noch ein Stück weit runtergehen muss vom so hier, damit ich will einfach noch mehr vom Mund sehen. Also das verläuft ja sowieso fast auf der Linie hier. Achso, ich bin hier auf der falschen Ebene. Auf die hier gehen. So, und da geht es eigentlich hier so ein winziges Stück nach unten, dann wieder nach oben. So. Und, ach, okay, jetzt muss ich doch nochmal schauen. Nehmen wir hier das hier, machen es mal wieder ein bisschen dichter. Es ist auf jeden Fall, aber es kann auch daran liegen, weil die Linie halt krumm ist, dass es halt da so ein bisschen der Mundwinkel hier halt drüber hinausgeht. Okay, machen wir es wieder. So hier.
Und ach so, jetzt bin ich natürlich wieder auf der falschen Ebene. So. Dann, ja, wir machen erstmal hier unten. Das geht ja halt nicht bis auf die Linie hier drauf, sondern so ein Stück darüber, ungefähr hier. Und die Öffnung vom Mund ist so auf Höhe, auf der Höhe hier könnte das ungefähr sein, die wir uns schon ausgemacht haben. So. Dann ist das hier ein bisschen geschwungen, länglich. Und geht dann so, macht dann aber auch nochmal so einen Knick. So. Bis hierhin. Ja, es passt halt noch nicht so richtig, ne? Jetzt hier noch den. Und hier ist dann noch so ein Rand von der Unterlippe. Könnte man hier erstmal so einen Schatten andeuten. Und hier auch noch so ein bisschen. So, hier. Ist halt hier unten sind halt ziemlich viele diffuse Schatten. Dadurch, dass die Haut halt so ein bisschen, naja, ein bisschen na, nicht mehr so straff ist, da wird die halt so ein bisschen lockerer. Hier könnte man auch noch so eine Falte andeuten. So. Zähne. Bei Zähnen ist es immer wichtig, dass man die halt, ich muss mal kurz. Meine Kopfhörer immer noch drin. Die nerven mich gerade, weil ich brauche sie überhaupt nicht. Also bei Zähnen ist es halt immer so, dass man die nicht so einzeln zeichnet, sondern eher versucht, so den Rand so anzudeuten. Damit die halt nicht so klavierartig sonst aussehen. Sie erst eher so gucken, dass man halt hier so die schwarzen Bereiche zeichnet. Ich werde die jetzt auch nur so andeuten. Ich werde die hier nicht komplett. Und dann könnte man halt hier oben noch so das Zahnfleisch machen. Also erstmal nur so grob. Und vielleicht hier noch so ein bisschen unten drunter. Naja, was halt noch nicht so wirklich passt, ist ja, das Kinn ist mir, glaube ich, etwas zu groß geworden. Wenn man jetzt, wir könnten es halt hier noch ein bisschen beschränken. Hier noch so ein bisschen Schatten andeuten. So, hier da, dazwischen. Ein bisschen mehr. Jetzt bin ich ja schon wieder auf diesen Knopf gekommen. Dieser furchtbare Knopf. Ich muss mal gucken, ob ich den doch noch irgendwie umbelegen kann. So, also hier ist Schatten. Den könnte man auch noch ein bisschen vertiefen hier an der Stelle. Okay. Dann kümmern wir uns doch mal um die Augen. Ich habe so das Gefühl, dass es hier vielleicht etwas zu weit nach unten geht. Also hier den hier auf jeden Fall nur so leicht andeuten. So, man kann, ja, jetzt mache ich doch nochmal hier so bei den Zähnen so ein bisschen was. Na, nur so kleine Kosmetik. So, jetzt hier. Die obere Lidfalte, die hier so ein Stück auf der Linie läuft und dann doch etwas steiler nach unten abfällt und dann bis zu dem hier reicht. Dadurch bekommt er halt auch so dieses leicht böse. Ich glaube, das ist ja auch das Bild aus Shining, was ja auch passt, wo er ja auch der verrückte Vater und Ehemann dann ist. Ich glaube, die Linie ist noch nicht so korrekt. Die müssen wir nochmal wegnehmen. Und suchen halt diese Rundung noch besser hinzukriegen, die hier unten ist. So. Das ist ja halt auch nur so eine Art Schatten. Jetzt wird es schwierig. Ich werde mal versuchen, vielleicht doch noch ein bisschen weiter reinzuzoomen. Vielleicht, dass ich es noch ein bisschen besser hinkriege. So, ich leg's mal hin. So.
So, nochmal wirklich genau gucken, weil bei den Augen ist es halt echt wichtig. Das wird die gut treffen. Augen machen echt viel aus. So, hier ist dann das. Und die sind halt durch das Lachen sind die halt auch nur so klein. So. Ich muss es mir dann gleich nochmal von weiter weg angucken und dann mal abschätzen, ob das passt. So. Ha. Könnte sein, dass ich das hier. Ja, ich denke auch, ich habe das dort einfach zu weit. Ach, ein bisschen kleiner hier die Spitze. Ist einfach zu groß gerade. So, dass wir hier den mal wegnehmen und das nochmal neu nachbauen. Weil wenn ich nämlich hier so gucke, geht das dann doch ein Stück weit von unserer oberen Linie hier weg. Dass das gar nicht so sehr da drauf liegt. Dann hier eher so nach unten geht. So, ich weiß nicht, ob das vielleicht dann zu klein wird, das Auge. Es sind halt sehr viele diffuse Stellen. So, also das ist jetzt hier wirklich die Detailarbeit an der Stelle. So, dann machen wir mal hier das Auge an sich. So, könnte sein, dass es etwas vielleicht ein bisschen zu klein ist noch. Ich weiß es noch nicht. Wir lassen es erstmal so. Gucken es uns dann nachher mal von weiter weg an. Mal sehen, wie es dann aussieht. So, das war jetzt auf jeden Fall die Seite. Und jetzt machen wir noch die andere Seite. Also das war ja hier die Linie, die sich halt dann wirklich hier fast hier oben drauf befindet. Und die Augenlinie ist ja dann ein Stück darunter. So. Und die geht. Oh, Knopf. Verdammter Knopf, ey. Hier, bis ungefähr hier, wo die Nase dann ist. Hier an der Stelle geht die gerade. Und fällt dann ein Stück nach unten ab. So. Und hier, na gut, der Platz könnte ungefähr passen. So, es geht auf jeden Fall hier noch so ein bisschen schräger nach unten. Und dann ist das Auge ja wirklich sehr klein durchs Lachen. So. Und hier und da ist es dann eher so dunkel. Ich weiß nicht, ob die Pupillen beide jetzt ungefähr gleich groß sind. Könnte sein, dass wir das hier oben noch ein bisschen einschränken müssen. So, wir zoomen mal raus. Also, es ist eine Ähnlichkeit zu erkennen, aber so ganz passt es noch nicht. Gerade so um den Mund herum ist es halt noch ein bisschen wenig. Ich glaube auch. Das hier kann auch noch ein bisschen spitzer werden an der Stelle hier drüben, damit wir sein Gesicht noch etwas mehr einschränken. Und hier hat man ja auch gesagt, dass das noch etwas mehr definiert werden kann. Er ist halt ein bisschen fetter bei mir als auf dem Originalen. So ist es halt. So. Gucken wir mal hier noch. Vielleicht die Falte. Na, aber macht das denn jetzt nicht? So. Jetzt hat das natürlich nicht so, wie ich das wollte. Mal zurück. So, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel zurückgemacht. Liegt natürlich auch daran, weil wir die Zähne jetzt nicht so richtig ausgearbeitet haben. So. Was macht er denn jetzt? Warum kriegt er das denn jetzt nicht gebacken hier? Hä? Hallo? Was machst du denn? Zeichnest komisch, Stift. Na, egal. Ich mache jetzt erstmal was anderes noch. Ich werde jetzt erstmal die Ebene hier wegmachen. Das Gerüst brauche ich ja nicht mehr. Und an der Stelle hier mache ich das auch weg. So, da haben wir noch mal ein bisschen mehr Klarheit im Bild. Dass wir uns vielleicht noch so auf ein paar Feinheiten mehr konzentrieren können. Zum Beispiel. Hä? Was ist denn jetzt? Warum kann ich den jetzt hier nicht mehr? Ach so. Wahrscheinlich, weil ich auf der falschen Ebene bin. So, hier geht's jetzt wieder, okay. Dass wir vielleicht mal noch so ein paar Details mehr hinzufügen. So, also hier die Augenbraue noch so etwas buschiger machen.
So. Und dann hier drüben auch noch etwas mehr ausprägen. So, dann geht das ja hier so bis zum Auge nach unten, wo halt ein bisschen mehr Schatten ist. Hier ist dann eher so eine angedeutete Fläche. Und da könnten wir eigentlich auch das Auge dunkel machen. Hier immer noch so die Spiegelung. Na gut, die sieht man jetzt nicht so ganz, aber es macht nichts. Die kann ich auch später noch mit dem Radiergummi hinzufügen. Das ist jetzt nicht das Problem. So. Dann definieren wir mal das hier noch mehr. So, mal noch so ein paar mehr Schatten. Und na, ist halt immer noch so ein bisschen ungewohnt mit dem Tablet zu zeichnen, aber ich finde, je öfter man es macht, umso mehr Gefühl kriegt man halt dafür. So, hier ist so ein Bogen. Und dann geht es hier nochmal so wie so ein Schatten, der sich dann bis zur Wange krümmt. So, ich weiß nicht, ob wir vielleicht ihn doch noch ein bisschen schlanker kriegen hier drüben. Vielleicht das hier nochmal wegmachen und die Linie einfach etwas enger anlegen, damit er nicht ganz so dick ist. So, dann hier die Nase. Etwas mehr ausarbeiten. Der Nasenflügel. Also hier ist es halt an der Stelle wirklich recht diffus, liegt aber auch an der Bildqualität vom Foto. Das heißt, wir können einfach ein bisschen mehr andeuten. So, hier, komm her. Warum zeichnest du jetzt schon wieder nicht? Stift, ey, ich klatsche dir gleich eine. Ja, komm, dafür geht wieder das hier auf, ey. Junge, warum zeichnest du nicht? Das ist echt ein bisschen blöd, wenn du hier das Gefühl hast, du hast keine richtige Kontrolle. Vor allem, warum macht er das denn jetzt so dick? Ich wollte jetzt eigentlich eine schmale Linie. Na gut, ach, das ist. Nee, komm. Mach das nochmal weg. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Warum macht er das denn jetzt nicht? Muss ich mir vielleicht hier drüben nochmal eine andere Spitze suchen? Wir nehmen mal eine dünnere. Mal sehen, ob das dadurch besser geht. Na. So. Komm her, mein Freund. Doch gelacht, wenn wir hier deine Nase nicht hinkriegen. Was denn du? Kein Schönheitschirurg, sondern einfach nur. Stift. So. Dann könnten wir auch hier das noch ein bisschen mehr definieren, damit er halt noch ein bisschen klarer wird, wie die Gesichtsform so beschaffen ist. Einfach halt noch so ein paar klarere Linien ausarbeiten. Oh Junge, es nervt. So. Ey. Spinnst du? Ich will nicht radieren. Es ist zwar vom Vorteil, dass hier ein Radierer auch an dem Stift dran liegt, aber bitte nur dann, wenn ich es auch möchte. So. Hier noch so ein bisschen eingrauen, damit da nicht zu viel Dings ist, zu viel Weiß zu sehen im Auge. So, das würde ich einfach nur so andeuten mit so ein paar Schatten, dass das nicht zu hart wird, die Linien hier an der Stelle. So, hier geht es ja noch so ein bisschen nach unten. Man halt noch so den Nasenrücken noch etwas mehr ausmachen kann. So, dann hätten wir hier noch die Form. So, könnte man vielleicht auch noch so eine Falte hier andeuten. Diese Stirnfalte. Hier oben. Vielleicht auch noch so ein paar Schatten mit an der Stirn. So. Und hier drüben auch. Einfach nur so ganz grob, damit man halt der Stirn noch so ein bisschen Struktur verleiht. So, hier könnte man auch noch ein bisschen Schatten machen. So. Da haben wir noch was am Mund. Jetzt muss ich wieder direkt wahrscheinlich von oben drauf.
Na, gefällt mir gerade nicht. Junge, ey. Toller Stift. So, machen wir das hier noch. Und hier vielleicht noch so ein bisschen schattieren. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht den Mund noch etwas klarer hinkriegen. So, und hier auch noch etwas mehr ins Dunkel gehen. Naja, wobei, wenn ich das hier so sehe, ist es ja eigentlich schon fast so die. Es ist eigentlich schon fast zu viel. Müssen wir das hier wieder wegmachen. So, und dann. Ach, das ist wirklich das, was ich am Zeichnen mit dem Grafiktablett super finde. Du kannst es einfach wegmachen. Und musst dir keine Gedanken darüber machen, dass es irgendwie, wie du es radierst oder was noch irgendwie passieren könnte. Einfach wegmachen. Und das Gute ist, wenn es mir nicht gefällt, kann ich es auch einfach wieder hinzufügen. So, hier ist noch so ein Zahn. Also wie gesagt, ich will die halt nicht komplett ausarbeiten, sondern nur so andeuten. So, naja. Ey. Wir gucken noch mal. So, auf jeden Fall könnten wir hier auf der linken Seite das Gesicht noch mehr andeuten. Och Mensch, warum geht denn das jetzt schon wieder nicht? So, komm. Ey, warum ist denn hier Radiergummi ausgewählt? Willst du mich verarschen oder was? Hab ich doch gar nicht ausgewählt. Hä? Warum? Also manchmal verstehe ich es echt nicht. Warum gehst du jetzt nicht? Warte mal, war hier jetzt vielleicht irgendwas verstellt? Jetzt geht's wieder, okay. Keine Ahnung, was hier verstellt war. Jedenfalls schränken wir mal hier das Gesicht noch ein bisschen ein. Dass er dadurch noch etwas mehr Form bekommt. So, hier ist ja noch so eine Falte. Das würde ich eher wieder so schraffieren. Braucht man gar nicht dann so viel machen, aber was halt noch nicht so richtig stimmt, ist irgendwie hier unten. Das ist alles noch so ein bisschen Niemandsland. So. Hier ist auch noch etwas mehr Schatten. Hier. Und hier am Rand. Man auch das Gesicht noch näher definieren. So. Ich glaube auch beim Auge, also könnte man den Bogen hier noch so ein Stück mehr ziehen, aber vielleicht so hier. Es sieht irgendwie auch blöd aus, ne? Hier ist es auf jeden Fall auch eher spitze. Könnte man sich halt auch wieder orientieren, dass man halt sich diese Fläche, die helle Fläche anschaut und versucht, die so zu übernehmen, damit man da auch mehr an die Vorlage rankommt. So könnte man vielleicht hier auf der Nase noch etwas mehr hinzufügen. Halt auch nicht zu viel. Tja, ich weiß nicht, ob man ihn erkennt. Wahrscheinlich so ein bisschen, aber noch nicht so hundertprozentig. So, machen wir hier das Ohr noch. Bei den Haaren einfach so grobe Striche. Da ist es nicht so dramatisch. Die können wir einfach nur so anschraffieren. Schwupp, schnell ist die Fläche gefüllt. So. Vielleicht hier die Falte auch ein bisschen deutlicher. Hier ist ja auch noch eine, die so eher nach oben geht. Jo. Den Schatten. Okay, dann kümmern wir uns mal noch hier unten um den Hals ein bisschen. So, hier ist ja auch noch eher dunkel. Dass wir erstmal nur diese dunklen Flächen hier hinzufügen. Und hier unten drunter diese Falten am Hals. Und dann da einfach Schatten drauflegen. Also, das würde ich jetzt auch gar nicht so
kompliziert machen, einfach nur anschraffieren und gut ist. Darauf kommt es ja jetzt nicht so an. Es ist ja halt nur eine Skizze. So, den Anzug. Und hier drüben auch. So. Da können wir auch diese Stellen hier verdecken, wo ich hier drauf gekommen bin mit der Hand. So, schauen wir mal. Auf jeden Fall passt beim Mund. Der Mund ist auf jeden Fall zu breit. Bei den Augen bin ich mir auch nicht ganz sicher. Da ist auch noch ein bisschen was offen. Vielleicht auch hier bei der Frisur. So hier. Naja, dafür ist es ja halt eine Skizze. Können wir hier noch was machen? Die Falte vielleicht noch etwas deutlicher. Da noch etwas mehr Klarheit reinzubringen. Hier. Noch so ein paar mehr Details. Jo. So, hier ist noch so eine Lachfalte. Es trägt halt alles noch dazu bei, um das Gesicht noch etwas mehr strukturell herauszustellen. So, hier können wir auch noch ein bisschen Schatten andeuten. Was haben wir hier noch? Noch so ein bisschen, um vielleicht diese ganzen freien Flächen noch zu füllen, damit es nicht ganz so weiß ist an manchen Stellen. So, das ist ja auch eher so noch in die Richtung. Ich glaube, auch die Augen gucken halt auch noch so ein bisschen schief nach schräg. Aber ja, so ist es halt. Wenn ich jetzt hier so gucke, so ganz klein, wenn man es ganz klein macht, ist es ja so, als ob man es weiter weghält. Jo, naja. Dafür ist es ja nur so eine Übung. So. Also sind auf jeden Fall noch einige Fehler drin. Aber. Ja, so als Skizze passt das, denke ich mal. Könnte hier noch sowas klarer machen. Ja. So, wir können ja nochmal den Vergleich ziehen zu den anderen Zeichnungen, die wir vorher hatten. Also es ist auf jeden Fall, wenn ich mir die angucke, im Vergleich dazu, haben wir uns hier auf jeden Fall gesteigert. So, vielleicht hier noch um die Haare ein bisschen dunkler machen. Mal drüber gehen. Könnte man natürlich auch so dunkel machen wie der Anzug ungefähr. So, vielleicht noch so ein paar einzelne Haare hier am Rand andeuten und dann halt hier diese Koteletten. So im Ohr. Noch ein bisschen Schatten. So, naja, komm. So, hier noch etwas dunkler. Naja, ich würde sagen, das lassen wir jetzt so. Das soll es für dieses Bild gewesen sein. So. So, nochmal so als Abgleich. Ich finde auf jeden Fall, man erkennt ihn zumindest. Das ist doch das Wichtigste. Dass man versucht, bei dem Porträt eher so das einzufangen, was ihn ausmacht. Ich glaube, da hätte ich jetzt noch etwas mehr am Lächeln arbeiten können. Das ist halt, wie gesagt, zu breit. Es müsste noch hier wahrscheinlich ein bisschen was weg. Und es müsste nach unten noch ein bisschen offener sein. Ach so, was wir noch machen könnten. Ich kann es mal übereinander legen. Mal sehen. Da kann man ja auch noch mal ganz schön sehen, was jetzt stimmt und was stimmt nicht. Also man sieht, der Mund ist auf jeden Fall zu kurz. Da müsste hier unten noch mehr. Aber der Mundwinkel passt eigentlich. Ich muss halt nur hier unten noch ein bisschen was dran zeichnen. Dafür passt das hier gar nicht. Da hätte noch ein bisschen mehr dran gekonnt. Das Auge muss nach unten. Okay. Machen wir mal zurück. Naja, komm. Ich probiere mal noch, das hier unten etwas zu verlängern. So. Und dann die Zähne, dass wir die vielleicht noch ein bisschen besser hier eingearbeitet kriegen ins Bild. So, na, ich glaube, jetzt habe ich es verschlimmbessert, oder? Ah.
Ist jetzt irgendwie nicht so gut. Kann ich den, wo kann ich denn die Deckkraft vom Pinsel? Oh, hier. Dass wir die mal ein bisschen runter machen und hier nicht alles komplett wegradieren. So hier vielleicht. Dann wieder hier hinspringen. Das nur eher so andeuten hier unten drunter. So. Dann hier noch so ein Zahn. Naja, nee. Das hat er jetzt nicht so richtig genommen, wie ich das wollte. Da brauche ich wahrscheinlich noch eine kleinere Spitze. Nehmen wir mal die hier. Dass das wirklich noch feiner ist, aber es geht irgendwie nicht so, wie ich will. Naja. Mensch. Wie sieht es jetzt aus? Bisschen besser, oder? So, und dann hatte ich ja gesagt, hier könnte auch noch ein bisschen mehr. Also, dass wir hier die Stirnwölbung noch ein bisschen mehr rausstellen. So. Das war ja noch das, was nicht ganz gepasst hatte. Und dann hier einfach die Linie ergänzen. So, gucken wir nochmal von weiter weg. Jo. Also der Mund passt immer noch nicht so richtig. Wir probieren es nochmal. Check, check. Aber auf jeden Fall passt jetzt hier unten der Schwung besser. Hier hätten wir sogar noch ein Stück weiter machen. Ach nee, warte mal. Passt ja gar nicht, oder? Naja, wahrscheinlich, weil die Linien hier an sich teilweise nicht stimmen. Ah ja, das ist dann halt der Unterschied zwischen Foto und Zeichnung. So, wir machen es mal wieder groß. Okay, also das für dieses Bild, das werde ich jetzt so lassen. Das ist halt Jack Nicholson Porträt. Finde ich eigentlich ganz gut. Auch wenn ich es mir jetzt noch mal so auf dem PC-Bildschirm angucke, hat seine Fehler, aber was soll's. So ist es halt. Das lassen wir jetzt so. Jetzt ist natürlich die Frage, wie spät haben wir es denn erst schon? 11:30? Naja, nee, noch ein. Ich hatte gerade überlegt, vielleicht noch ein Bild zu machen, aber das dauert mir dann zu lange. Ich würde aber trotzdem schon mal gucken, wer als nächstes gezeichnet werden kann. So, das war ja jetzt hier diese Seite, immer wer Geburtstag hat am jeweiligen Tag. Also mal aktualisieren. Wir sind immer noch beim 21. April. Gehen mal zurück. Hier nochmal aktualisieren. So, heute. Ach so, stimmt. Wir gucken mal beim 2. Mai. Mal sehen, wer hat Geburtstag. The Rock. The Rock hat Geburtstag. Das passt doch eigentlich ganz gut. Dann zeichnen wir den einfach beim nächsten Mal. Können wir eigentlich auch schon mal ein Bild raussuchen. Damit ich hier schon was habe. So. Gehen wir mal hier ein. Wo ist meine Tastatur? Gucken, ob die jetzt funktioniert. Enter. Es geht, okay. Halt. So, also dann. Das ist der Vorteil an der Bluetooth-Tastatur. The Rock. So, Bilder. Wir haben halt überall wieder Zähne. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich mal wieder ein Bild ohne Zähne habe. Das könnte man nehmen. Was könnte man noch nehmen? Eigentlich finde ich das hier ganz gut. Aber da hat man, na egal, dann sind halt wieder Zähne dabei. Was soll's? Man muss es ja üben. Man muss es ja üben. So. Also Bild herunterladen. Was ist das? Datei noch einmal. Habe ich das schon mal runtergeladen? Okay, dann machen wir mal abbrechen. Ich schau mal hier rein, aber hier ist es doch gar nicht. Oder muss man das erst aktualisieren? Galerie? Nee, eben, hier ist es doch noch gar nicht. Was ist das für eine Verarsche? So, Bild herunterladen. Nochmal herunterladen. Hier haben wir es. Jetzt ist es da. Okay, perfekt. Dann kann ich das eigentlich schon fürs nächste Mal vorbereiten. So, Datei neu. Okay. Und importieren.
Bild und importieren. Da haben wir ihn. So, öffnen. Und das heißt nämlich, wer dann das nächste Mal mitzeichnen möchte, kann sich dieses Bild organisieren und dann ja, einfach mitmachen. Entweder während des Streams oder danach, wenn ich das auf meinem Zweitkanal online stelle, das Video, könnt ihr dann einfach mitzeichnen. So, das war es jetzt aber auf jeden Fall für diesen Stream. Ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Für diesen Stream. Und wir gehen mal zurück zur. Wo ist die Übersicht? Wo ist. Ach ja, hier war die ja. Genau. Damit danke ich euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Und gerne beim nächsten Mal wieder. Ich weiß noch nicht, wann ich das nächste Mal streame. Ich würde es dann per YouTube wahrscheinlich wieder ankündigen, so wie heute. Also dann. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal.